Hey Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Rage Mode. Und heute werde ich mal über das Thema reden, ob ungespielt unser lieber Unge mal aufhört mit YouTube, weil das haben mich viele Leute in der Schule gefragt, weil er einfach keine Videos mehr richtig hochlädt. Und das erfahrt ihr auf jeden Fall nach dem Intro. Nein, von einer Axt gekillt. Das ist nicht so toll. Ich war gerade etwas ruhig. Ich musste nämlich ein paar Leute killen. Ungespielt. Das Thema der Stunde. Er hört natürlich nicht auf mit YouTube. Da kann ich euch alle beruhigen. Aber er wird jetzt die nächsten 2 Monate wahrscheinlich keine Videos mehr hochladen. Das hat einfach den einfachen Grund, dass er kein Internet hat. Einfach den einfachen Grund, dass er kein Internet hat. So. Kann ich dich auch von hinten killen? Bumm. Er wird aber wieder Internet bekommen und zwar in 2 Monaten, weil er hat einen neuen Anbieter gefunden, bei dem er sich Internet besorgen kann. Die verlegen zum Glück auch bei ihm Glasfaserkabel, was nochmal so ganz toll ist. So. Und das wird halt, wie gesagt, 2 Monate dauern, weil. Wow. Zum Glück hat die Stadt dazu schon mal ja gesagt, dass die Straße aufgerissen werden kann. Und Glasfaserkabel verlegen werden dürfen. Deswegen weiß er auch schon so genau, dass es ungefähr 2 Monate dauern wird. So, weil er will auch nicht aus seiner Wohnung richtig ausziehen und in eine neue einziehen. Und wieso killen mich die Leute immer von hinten? Wieso können die mir nicht gegenüberstehen? Das ist asozial, wenn man spawnt, jemand von hinten zu killen. Ich weiß ja nichts, wie die mich gekillt hat. Das ist ein Kneif, der schlägt vielleicht aus 2 Blöcken oder so und sie stand 6 Blöcke weg. Wollen wir mal nicht unlogisch sein hier, ne? Ich meine, in Real Life stirbt man auch, wenn man nur und man verpufft einfach, wenn man gekillt wird und so. Das ist eine ganz normale, lebliche Art, hallo zu sagen. Mann. Und wie gesagt, er wird in 2 Monaten wieder Internet haben und wird wieder frisch für euch da sein. Wahrscheinlich wird er in diesen 2 Monaten zwischendurch auch mal so ein paar kleine Videos hochladen, wenn er bei Freunden ist oder so. Und gerade mal Internetzugriff hat. Damit ihr noch ein bisschen so auf Vordermann bleibt. Und danach will er auch wieder richtig mit Projekten anfangen. Aber er hat noch ein kleines weiteres Problem. Nämlich wird er aus seinem Netzwerk Ende des Monats rausgeworfen. Was natürlich nicht toll ist, weil dann bekommt er für seine Videos kein Geld mehr. Und wovon soll er dann noch leben, ist die Sache, ne? Hui, Teufel, hört mal alle auf, mich so zu killen. Zum Glück habe ich ihn mit Axt gekillt. Ich stehe hier auch nur in der Ecke rum. Mann. Nö, ich komme jetzt auch aufs Dach, ganz ehrlich. Ich komm doch hoch, Digga. Jetzt ist er runtergegangen. Hab dich? Was ist das, Donald Trump gewesen? Das war Donald Trump einfach. Zum Glück sind in Deutschland nicht so viele in diesem Netzwerk drin, außer so ein paar kleinere, ja, nicht mal kleinere YouTuber. Sind schon größere YouTuber drin, aber nicht viele. Deswegen macht euch nicht so große Sorgen. Deswegen, aber ihr müsst euch trotzdem ein neues Netzwerk suchen, was ihn unterstützt. Und wieso hat jetzt schon jemand diesen blöden Blitz? Das ist doch alles schon wieder so. Kein Bock mehr. Da ist Lev Froster. Ja! Ich hab ihn trotzdem mit Axt. Das hat sich gelohnt. Lev Frost hat jetzt nicht mehr so viele live. Hier, da rauszuwappen, ne? Hab ihn schon wieder mit Axt. Hab ich dich auch mit Axt? Nö. Mann, ich hätte mit Schwert drauf gehen müssen, ne? Das mache ich sonst nie. Oh, ich bin Platz 14 und... Platz 14, ich habe 14 Leben, meine ich eigentlich. Was laber ich schon wieder für eine Scheiße? Sobald er wieder ein neues Netzwerk hat, ist er auch komplett wieder für euch da. Von hinten. Habt ihr gesehen, wie er sich auf einmal umgedreht hat? Als ob er genau wüsste, dass ich hinter ihm stehe. Ich will ihn nicht so verurteilen oder so, ne? Ich will ihn nur mal... sagen, dass das vielleicht etwas komisch ist. So. Oh, Lefros hat schon wieder so viele. So. Ich darf jetzt nicht verlieren. Ich habe keine Lust zu verlieren. Und ich hatte ihn zum Glück einfach so richtig schön um die Ecke. Mann. Aber ich kann mir vielleicht irgendwas Cooles kaufen. So wie diesen Blitz hier. Gotteslicht. Hab dadurch gewonnen, durch Gotteslicht. Leute, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ich hoffe, ihr findet es nicht zu traurig, dass ungespielt jetzt erstmal 2 Monate wahrscheinlich nicht richtig was macht. Aber habt keine Angst, wie gesagt, er kommt wieder und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich sag dann ciao, bis zum nächsten Mal.